Ja, Vollbild, genau. Ich werde Sie heute nach Dänemark führen. Es geht ein bisschen um die Gabology und ein bisschen um die Burg Borgholm in Jütland und mein Problem mit paradoxen Funden oder Befunden in der Mittelalterarchäologie. Also konkret kreist es um eine Burganlage. Ich werde Ihnen eine kurze Einleitung geben zur materiellen Kultur und wie man sie deuten kann. Es gibt lineare Deutungen, aber auch paradoxe Probleme. Und mein Fallbeispiel ist die Burg Borgholm, oder kurz gesagt Außenpfui, Innenhui. Ich werde Ihnen zeigen, dass es dort Bewohner gab, aber nur wenige Bewohnerinnen. Kurz über Deutungszugänge zur materiellen Kultur sprechen, auf die Schriftquellen eingehen, inwieweit die das Problem lösen. Das tun sie leider nicht. Und schließlich einen ungewöhnlichen Ansatz für die Mittelalterarchäologie Ihnen präsentieren, die Gabology, von der Sie hoffentlich noch nicht gehört haben. Und das Ganze endet dann mit einer Hypothese. Ja, fangen wir an mit etwas theoretischem Überbau. Materielle Kultur im Fundgut. Wie kann man das deuten? Wie kann man das verstehen? Wir haben hier auf der linken Seite, ich hoffe, Sie können meine Maus sehen, ja, die historische Gesellschaft, wie sie in der Vergangenheit existiert hat, die charakterisiert wird mit ihrem Status oder wie Bourdieu es nennt, mit seinem Habitus oder Elias auch mit dem Habitus nennt, durch die Nutzung bestimmter charakteristischer Alltagsgegenstände, also ein Statusanzeiger im Mittelalter wären zum Beispiel exquisite Trinkgläser, durch die Nutzung von Objekten mit einem bestimmten Symbolgehalt, also zum Beispiel Schwertern, Sporen oder Wappen. Und es gibt natürlich auch immer einen Wettstreit, einen Statusbedrängnis, hat es Gosler genannt, zwischen dem tatsächlichen Habitus, der gerade aktuell ist und eine Oberklasse markieren würde, und den Nacheiferern, von der sich die Oberklasse absetzen muss, was eine ständige Erneuerung der Symbole nach sich zieht. Und man geht ja allgemein davon aus, dass die höfische Kultur der Trendsetter in diesem Wettlauf ist. Ja, und bei diesem Wettlauf können natürlich manche Menschen auf der Strecke bleiben. Wenn wir zum zweiten Feld gehen, Materialität ist ja der Zusammenprall von Idealvorstellungen und den realen Objekten. Es gibt auf der einen Seite den angestrebten Status, der aber oftmals scheitert an den wirtschaftlichen Möglichkeiten oder geeignete gesellschaftliche Netzwerke erfordert, um das Repräsentationsbedürfnis überhaupt ausleben zu können. Und das Resultat unter dem Strich ist der tatsächliche Status, wie er sich dargestellt hat. Die große Frage in der Archäologie ist jetzt natürlich, inwieweit können wir das Fundgut eins zu eins auslesen als Spur der materiellen Kultur der Vergangenheit? Sind das denn wirklich alles Alltagsgegenstände? Was zeigen sie an? Welchen Status zeigen sie an? Oder ist es einfach nur genau das, was man weggeworfen hat, weil man es gar nicht brauchen konnte, weil es gar nicht zum Haushalt gepasst hat? Was die Frage aufwirft, wo kommen die Objekte her? Hier haben wir immer zu kämpfen mit der unbekannten Selektion. Und es gibt verschiedene analytische Zugänge, um dieses Problem einzugrenzen. Ich fange mit einem einfachen Beispiel an, das Wirtshaus zum Wilden Mann in Nürnberg, hier westlich von St. Sebald auf dem Weinmarkt ausgegraben 1980. Da haben wir einen, ja, ich will es mal einen linearen Zusammenhang nennen. Man fand nämlich in diesem schriftlich dokumentierten Wirtshaus große Mengen von Schank- und Trinkgeschirr des späten Mittelalters. Hier zu sehen, diese wunderbaren Müntelbecher oder Vierpassbecher, wie sie auch heißen. Und hier kochen Vorratstöpfe vielleicht aus der Küche des Wirtshauses, auch wenn es da so einen Querschießer gibt, nämlich so ein ganz hochwertiges orientalisches oder wie man heute weiß, italienisches Emaillglas des 13. Jahrhunderts, was so überhaupt nicht in ein Wirtshaus passen will. Es kommt aber noch härter. Sie kennen vielleicht die Brosche aus Schleswig. Das ist ein ganz exquisiter Fund, eine zweizonige Goldfibel mit einem zentralen Glasfluss hier, umringt auf einer niedrigeren Stufe von einem Kranz von Perlen und kleineren Glasflüssen. Typologisch ein ganz, ganz hochwertiges Stück, was auf Augenhöhe ist mit dem Schatz der Kaiserin Agnes, der in Mainz gefunden worden ist, oder auch der Reichskrone von Konrad II., hergestellt in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der wurde in der Ecke einer Fischerhütte im Schleswiger Hafen gefunden. Und die Kollegen in Schleswig-Holstein gehen davon aus, als Arbeitshypothese, dass das ein Relikt ist der Ermordung König Nils von Dänemark, der 1134 in seiner Pfalz in Schleswig ermordet worden ist. Und dass vielleicht der Mörder oder jemand, der in den Dunstkreis des Mörders gehört, das Schmuckstück dann mit sich nahm und irgendwo in seiner Hütte versteckte. Also einen größeren Kontrast
zwischen Fundkontext und Fund kann man sich kaum vorstellen. Damit gehen wir mal nach Borringholm. Die Burg Borringholm, die liegt hier im Zentrum von Jütland und war auch schon Gegenstand einer größeren Forschungsarbeit zur materiellen Kultur auf dänischen Burgen, die Charlotte Anderson durchgeführt hat. Sie hat ihre Doktorarbeit 2003 über die militärische Aristokratie in Dänemark geschrieben, ihre Alltagskultur, auch auf Englisch 2004 in Auszügen publiziert, wo sie 14 Burganlagen ausgewertet hat. Die sind hier alle in Rot dargestellt, verteilt über das ganze heutige Dänemark, unter Zuhilfenahme der Auswertung von Schriftquellen, hat aber auch einbezogen die Architektur und natürlich das Fundmaterial. Daraus ergab sich eine erste Einordnung der Burganlagen. Ich selbst arbeite seit 2011 in Dänemark am Forschungsprojekt Topography of Power, wo es unter anderem um den Zusammenhang zwischen der Lage einer Burg und der Landschaft geht. Und da habe ich jetzt auch die Burg Kille mit reingenommen, die spielt heute aber keine große Rolle. Die Burg Borringholm ist so eine ganz große Inkunabel der dänischen Archäologie. Sie wurde zwischen 1906 und 1916 von Axel Cæsar Jensen, Entschuldigung, Christian Axel Jensen heißt der Mann, ausgegraben. Der ist einer der Nestoren der dänischen Burgenforschung, von Hause aus Architekt und, wie sich das für eine gute archäologische Grabung gehört, erst nach 100 Jahren publiziert von meinen Kollegen Jan Kock und Else Rosdale 2005, wo Charlotte Anderson auch für die Bearbeitung der Funde stand. Sie sehen hier rechts auf diesem wunderbaren Foto, dass es eine unglaublich gute Erhaltung organischer Funde gegeben hat und hier auch die Hölzer noch da sind, was natürlich eine dendrochronologische Datierung ermöglicht hat, weil glücklicherweise ein paar von diesen Hölzern von der Grabung aus dem frühen 20. Jahrhundert auch aufbewahrt worden sind. Hier ein Blick auf die Grabungsfläche. Wie gesagt, die liegt ja im Zentrum Jütlands, das ist das Messtischblatt von 1873, der rote Punkt, das ist die Burgstelle und wie Sie hier vielleicht erahnen können, dieses grüne Feuchtgebiet hier, das ist ein trockengelegter See, der Rasksö oder Rasksee in der Nähe des namengebenden Ortes Borring, hier Bording, geschrieben. Die Burg liegt auf einem flachen Holm inmitten dieses verlandeten Sees. Die Kernanlage misst so etwa 30 mal 30 Meter und sie ist umgeben von einem Graben und einer Palisade und zwei Vorburgbereichen. Außerdem haben wir hier zwei Brücken, die sie mit dem Umland verbunden haben. Durch die gute Holzerhaltung konnten wir auch zwei Bauphasen sehr scharf datieren. Eine ältere von 1370 und eine jüngere von 1380. Die ganze Burg bestand nicht länger als eine Generation, also um 1400 wurde sie aufgegeben. Ja, die Anlage in sich, außen früh. Ich sage immer, das sieht so ein bisschen aus wie ein Bauernhof in einem Mückenpfuhl. Das ist eine sehr schöne Rekonstruktionszeichnung von Heidemarie Möller-Nilsen, was so einen guten Eindruck aus dem späten 14. Jahrhundert gibt. Und wenn wir dieses hölzerne Anwesen vergleichen mit zeitgenössischen Anlagen, das ist jetzt zugegebenermaßen hochgegriffen, die Königsburg Kärnan in Helsingborg, heute in Schweden. Hier haben wir alles im selben Maßstab dargestellt, das ist Borringholm, Christiansburg in Kopenhagen, Hammershus, das ist nur die Hauptanlage auf Bornholm. Die Vorburg ist um ein Vielfaches größer. Königsburg Kelö, da sehen Sie, Borringholm ist im Vergleich zu diesen Burgen wirklich kleine und bescheidene Anlage. Viel, viel besser funktioniert der Vergleich, wenn wir auf zeitgenössische Bauernhöfe gucken. Hier haben wir wieder Borringholm und im selben Maßstab dargestellt der Hof Store Valby, den Stensberg in den 70er Jahren ausgegraben hat. Der ist nicht ganz so kompakt wie Borringholm, hat aber dieselben Ausmaße. Man könnte es auch vergleichen, Borringholm mit dem Hof Tornby südlich von Kopenhagen, der von Medesvart Christiansen ausgegraben worden ist. Hier können Sie die Umfassung erahnen. Das ist fast dieselbe Größe wie Borringholm. Wir haben denselben Maßstab hier rechts und hier links. Wir könnten Borringholm wirklich einfach als einen Bauernhof betrachten. Und mal von der Palisade und dem Graben und der Lage abgesehen, in einem See sind das ja nur einstöckige Holzgebäude in Pfostenbauweise. Also auch nicht für die Zeit im 14. Jahrhundert die modernste Bautechnik. Da hätten wir ja eher einen Ständerbau erwartet. Nun habe ich mich ja auch mit der Lage der Burgen
in Dänemark beschäftigt im Rahmen dieses Forschungsprojekts Topography of Power. Das ist jetzt eine Liste von Viewsheds, also der Sichtfelder. Ich habe gelernt, dass es ganz dumm ist, die in grün und rot darzustellen, weil nicht alle Menschen grün und rot unterscheiden können. Hier bitte ich vorsorglich um Entschuldigung. Also diejenigen, die es sehen können, das Grüne ist der sichtbare Bereich von der Burg aus gesehen. Hier, und das Rote ist das, was man von der Burg aus nicht sehen kann. Und was Sie hier erahnen können, ich habe die vorsortiert in drei Gruppen und netterweise korrelieren diese Gruppen auch recht gut mit der historischen Einordnung, die Charlotte Anderson ermittelt hat anhand der Schriftquellen. Also Kelö, Nørvoll, Absalon Skanse, Nesholm, die sind in der Oberklasse, haben sowohl die größten Viewsheds als auch den höchsten Status als königliche oder herzogliche Burgen. Boringholm mit unbekannten Besitzer liegt im Mittelfeld. Ekholm, Sandgravoll werden als ritterlich qualifiziert, während die Burgen mit dem kleinsten Viewshed, Hilgor, Heinet und Lückesholm, die sind zugeordnet, ist kein Ritter, ist ein Herr Olof, von dem wir sonst nichts wissen, oder explizit gehört zu einem Kriegsknecht. Keine Regel ohne Ausnahme. Die Burg Gur, die hier liegt und auch eine sehr begrenzte Aussicht nur hat, das ist eine der exquisitesten Anlagen in Dänemark, das Jagdschloss des Königs Valdemar Atterdag. Aber vielleicht war auf einem Jagdschloss der Blick auf den Wald wichtiger als der Blick auf die See. Ja, jetzt gucken wir, nachdem wir gesehen haben, dass die Burg von außen bescheiden und relativ pfui war, mal von innen an, nämlich das Fundgut, das Fundspektrum. Das ist nämlich exquisit. Da haben wir Fragmente einer Bügelkanne, Fragmente einer Kanne aus Saintonge, also klarer Hinweis für französischen Import und Weinhandel, Trinkgeschirr aus rheinischem Steinzeug, ein Bronzegraben, Handschuhe, Finger- und Fäustlingshandschuhe, ein Weinfass, was nach Ausweis der Dendrochronologie oder Dendrologie, muss man hier sagen, aus Südfrankreich stammt und hoffentlich war der Wein da drin auch aus Südfrankreich. Und eine Beinprothese. Das ist ja nun ziemlich ungewöhnlich und lässt hier schon einen kriegerischen Hintergrund erahnen. Es geht weiter mit den eigentlichen Waffen. Hier haben wir einen Armbruststock und einen Fußbügel zum Spannen der Armbrust, Bolzen zur Vogeljagd, Speerspitzen, Armschienen eines Harnischs vom Übergangstyp zwischen Brigantine und Plattenharnisch und ganz exquisit hier ein Schwert mit dem Passauer Wolfszeichen darauf, was neben der Herdstelle in der Scheide steckend eingegraben war. Ja, das ist schon mal was ganz Spannendes und Seltenes. Wir haben auch weitere adlige Funde. Zwei Holzschilde mit, naja, nennen wir es mal Wappen. Das ist jetzt fast einem Esel eine Pferdedecke übergeworfen, aber eine Hausmarke oder ein wappenähnliches Zeichen wird da schon sein. Dann haben wir Hufeisen, also Pferd hat es auf jeden Fall gegeben. Dafür spricht auch das Zaumzeug, der Bronzesteigbügel und die ritterlichen Sporen. Ja, auch die Freizeitgestaltung ist im Fundmaterial zu erkennen. Wir haben mehrere Mühlebretter, die auf Holzbretter draufgeritzt waren. Eine Beinflöte sorgte für die Musik und es wurde auch Schach gespielt. Hier haben wir sehr schön Springer, Läufer, König und auch eine Dame noch mit dabei. Wenn wir auf die Ernährung gucken, die Knochenfunde, die wir von Boringholm haben, haben wir hier einen Anteil von etwa 11% Wild, was ein klares Signal ist, wie wir es von anderen Burgen in Europa kennen, während die übrige Ernährung Rind, Hausschwein und das unvermeidliche Schaf nicht so aus dem Üblichen heraussticht. Aber wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit dem Fundgut der Stadt Basel im Spätmittelalter, das sind jetzt zwei Fundstellen, da hat der Wild lediglich einen Anteil von 2% und auf der schweizerischen Burg Zug hatten wir 7%, also weniger als auf Bornholm. Das ist schon ein klares Zeichen für Jagdtätigkeit. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine agrarische Komponente. Wir haben hier Sicheln, Spaten und natürlich Pferdestriegel zur Pferdepflege. Und wie schon gezeigt, herausragende Erhaltungsbedingungen für organische Funde, sodass wir nicht nur große Mengen Leder haben, ich komme auf die Schuhe gleich zurück, sondern auch Überreste von hochwertigen, mehrfarbigen Importtextilien, wahrscheinlich aus Flandern und England.
Schuhe sind ganz wichtig. Willi Hohlmann von Wadringer hat ein sehr schönes Verfahren entwickelt, wie man aus einer größeren Schuhpopulation männliche und weibliche Schuhe unterscheiden kann. Das Verfahren baut auf einem anthropologischen Phänomen, das im Durchschnitt, und ich betone jetzt, es geht hier um statistische Männer und Frauen, nicht um tatsächliche Männer und Frauen, im Durchschnitt Männer größere Schuhe, größere Füße haben als Frauen und dass man in jeder größeren Population, wir haben das auch schon mehrfach im Seminar ausprobiert, zwei Peaks identifizieren kann. Einen Herrenpeak, der heutzutage so circa bei Größe 42 liegt, einen Damenpeak, der circa bei Größe 38 heutzutage liegt. Und aus diesem Verfahren können Sie dann einfach sich annähern der demografischen Zusammensetzung einer historischen Schuhpopulation, indem Sie mit der Annahme starten, dass alles, was größer ist als der Herrenpeak, da sind statistische Männer Schuhe. Wenn es eine Normalverteilung wäre, wovon wir ja ausgehen sollten, dann müsste man dieselbe Anzahl statistischer Männerschuhe natürlich auch unterhalb dieser Seite wiederfinden. Und die verbleibenden wären dann statistische Frauenschuhe. Das kann man auch wieder ausrechnen, was zwischen dem Damenpeak und dem Herrenpeak liegt und kein Männerschuh ist, sollte ein Frauenschuh sein. Alles, was kleiner ist, sind ebenfalls Frauen- oder Heranwachsenden-Schuhe. Natürlich funktioniert das nicht beim einzelnen Schuh. Es gibt ja auch großfüßige Frauen und kleinfüßige Männer. Aber für die Gesamtpopulation gibt das einen Näherungswert. Wenn man das jetzt auf Boringholmer anwendet, wo man die Schuhsohlenlängen durchgemessen hat, die können Sie jetzt nicht eins zu eins umrechnen auf Schuhgrößen, weil natürlich Leder, was 500 Jahre im Boden gewesen ist, schrumpft. Ne? Deshalb sind die alle etwas kleiner als die tatsächlichen Schuhgrößen. So haben wir hier wahrscheinlich einen männlichen Peak, so ungefähr bei 22 Zentimetern und einen weiblichen Peak bei 20 Zentimetern. Insgesamt 192 Schuhe, da kommen wir rein rechnerisch, wenn wir die nehmen, die größer sind als der Männerpeak, auf 113 statistische Männer. Wenn wir das verdoppeln, haben wir schon 226 statistische Männer, wenn da eine Normalverteilung wäre. Wir haben insgesamt aber nur 192 Schuhsohlen. Also was wir objektiv festhalten können, es gibt hier rein statistisch nach dieser Demografie, nach Hohlmann von Wateringe, auf jeden Fall ein Übergewicht von Männern gegenüber Frauen und Heranwachsenden. Das ist eine klare männerdominierte Population. Ich muss darauf hinweisen, es sind nicht nur die Schuhe, worauf sich diese Einschätzung stützt, sondern natürlich auch das übrige Fundmaterial, falls es möglich ist, weibliche und männliche Funde zu differenzieren. Traditionell sagt man ja immer Textilherstellung, Textilverarbeitung, Schreibzeug, das ist weiblich und Waffen, das ist männlich. Ich habe da immer wieder sehr lustige Gespräche mit meiner Kollegin Mette Schwarz-Christiansen, die sagt, wenn wir da jetzt einen Bauernhof nehmen, dann sind da nur Frauen und keine Männer, weil es ja kaum Waffen gibt. Ja. Also das ist natürlich auch keine 100% belastbare Einordnung. Trotzdem haben wir hier ein sehr starkes burgengleiches männliches Signal und kein Bauernhofssignal. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Kinderstiefel. Also auch Kinder und Frauen wahrscheinlich. Die Unterrepräsentation von Frauen auf Burgen ist nicht ungewöhnlich. Wenn wir den Schriftquellen glauben wollen, das ist jetzt mal eine Übersicht von Burgen, wo wir die Personalstärke kennen, wo tatsächlich in den Rechnungsbüchern die Geschlechter festgehalten oder erschließbar sind anhand der Namen, haben wir eigentlich durchgehend immer ein großes Übergewicht der männlichen Angestellten und vergleichsweise wenige weibliche Angestellte. Die höchsten weiblichen Anteile gibt es in Nesbyhoud, was der Witwensitz einer Königin gewesen ist, die einen recht großen weiblichen Hofstaat dabei hatte. Ich weiß, da kommt jetzt gleich ein Aber. Es ist auch durchaus möglich, dass viele Frauen nicht bezahlt worden sind, sondern einfach mit ihrem bezahlten Mann auf der Burg mitgelebt haben im Gesinde. Das ist denkbar, das ist eine Frage, die man an einen Historiker weiterschicken muss, inwieweit es diese unsichtbaren Frauen in den Schriftquellen und auf den Burgen dann real gibt. Von der archäologischen Seite her muss ich sagen, es ist schwierig, Frauen auf der Burg zu finden. Ja, welche unterschiedlichen Deutungszugänge gibt es jetzt zur materiellen Kultur? Eine klassische Methode, die wurde von Hunsbichler und Jaritz und Wafra im Institut für Realienkunde schon in den 80er Jahren entwickelt, die kennen Sie sicher alle, die Barometerobjekte, die hat Charlotte Anderson faktisch weitergebaut und adlige Leitfunde identifiziert, die für einen gehobenen aristokratischen Kontext stehen, also Waffen und Rüstungen, Reitzubehör,
exquisite Bekleidung, Schmuck, Importkeramik, Ofenkacheln und Glasfenster. Das sind Statusanzeiger für die Oberschicht. Christoph Grauskopf hat in seiner großen Studie zu den Burgen in Mitteleuropa ebenfalls einige zentrale Erkenntnisse herausgefunden, dass es erstens eine generelle Grundausstattung auf allen Burgen gibt. Interessanterweise haben die einfacheren Burgen meist eine landwirtschaftliche Komponente, die auf den Hochadelsburgen fehlt, weil die Landwirtschaft oft ausgelagert worden ist in einem Wirtschaftsgut. Eckige Klammer auf Borringholm habe ich Ihnen ja gezeigt, da gibt es landwirtschaftliche Instrumente. Zum Dritten, das sollte jetzt eine 3 sein, gibt es eine Luxusausstattung der Oberklasse, die sich eben mit diesem landwirtschaftlichen Gerät ausschließt. Also alles, was auf Beizjagd hinweist, exquisite Kleidung oder hochrangiger Schmuck, das passt so in das Gesamtbild einer hochadligen Burganlage. Und last but not least, das wäre Punkt 4, es gibt keine materielle Differenzierung des rechtlichen Status. Also man kann nicht ableiten, dass ein Adliger generell, also ein Hochadliger generell, einen höheren Lebensstandard hat als ein Ministeriale. Das ist aber auch logisch, weil ja das Ministerialendasein auf sehr unterschiedlichen Ebenen liegen kann. Ich komme da nochmal drauf zurück. Ein anderer Zugang zur Quantifizierung des Status einer Burganlage oder auch eines Fundkomplexes aus einer Stadt haben wir entwickelt. Ich habe das bei den genannten Burgen mal durchgespielt und Luisa Rados hat das für die Stadt Stralsund und die Stadt Nestwell in Dänemark durchgespielt und wir kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. Das ist die Anzahl der Objekttypen oder Number of Antiquity Types in der englischen Fassung. Die wurde von Lotte Heer 1979 eigentlich entwickelt, um den Status von Grabbeigaben zu quantifizieren. Und das funktioniert eigentlich ganz einfach. Nehmen Sie ein Grab, in dem Sie 3 Messer und 10 Perlen finden. Da zählen wir nur die Anzahl der Objekttypen. Das ist dann 2, weil das sind Messer und Perlen. Egal, wie viele Gegenstände da sind. Diese relativ einfache Methode lässt sich tatsächlich auch auf Burgen anwenden. Und ich habe jetzt die Burgen, die Charlotte Anderson vorgelegt hat und die mir freundlicherweise ihre Datenbanken überlassen hat, einfach mal durchgezählt. Und dabei kommt dann sehr eindrucksvoll raus, dass wir die Anzahl der Objekttypen tatsächlich korrelieren können mit dem Status der Burganlagen anhand der Schriftquellen oder der Architektur, die wir vorfinden können. Grob gesagt, also die Lilleborg und Gur und der Nesholm, das sind königliche Burganlagen, Raunsholm ist ein gräfliche. Hier schwimmt unsere überraschende Burg Borringholm in der Oberklasse des Fundspektrums mit 42 Objekttypen, nicht weit entfernt vom königlichen Jagdschloss Gur mit 44 Objekttypen, während die weiteren Burganlagen, die eine bescheidenere architektonische Struktur haben oder auch von den Schriftquellen her einen niedrigeren Sozialstatus hatten, interessanterweise auch eine kleinere Anzahl an Objekttypen haben. Das ist also ein sehr schönes Instrument, um so eine erste Einordnung, eine erste Einschätzung des Sozialstatus zu bekommen. Interessanterweise korreliert die Anzahl der Funde einer Burg nicht unbedingt mit der Anzahl der Objekttypen. Also das sehen Sie hier relativ deutlich. Unsere Königsburg Gur, dieses wunderbare Jagdschloss, hat ja weniger als 500 Funde, ist aber trotzdem ganz, ganz oben in unserer Liste der Objekttypen. Also ganz klar Oberklasse. Während die Burg Hilgor mehr als 3500 Objekte erbrachte, aber weniger als 30 Objekttypen. Also hier haben wir ganz eindeutig den Fall, dass die Bandbreite der Objekte die eigentliche Aussagekraft hat und nicht unbedingt die Anzahl der tatsächlichen Funde, die an einer Stelle gefunden werden. Eckige Klammer auf, das ist ein ganz spannender Ansatz, den man vielleicht auch für Stichproben bei kleineren Ausgrabungen verwenden könnte. Eckige Klammer zu. Wenn wir die Keramik uns angucken, können wir durchaus auch eine soziale Differenzierung treffen. Das erste, was wir hier sehen auf dieser Kartierung, also grau ist die Grauware, diese hässliche Kugeltopfkeramik, die wir aus Norddeutschland, aber auch aus Dänemark kennen,
Rot ist die rote Irdenware und blau ist das Steinzeug, in der Regel rheinische Steinzeug importiert. Da sehen wir, das habe ich Ihnen jetzt in keiner Tabelle mitgebracht, dass tatsächlich die Menge des Steinzeugs oder der Anteil des Steinzeugs wieder mit dem Status korreliert. Und auch hier poppt Borringholm raus mit immerhin 12%, die Burg in Jütland mit dem höchsten Steinzeuganteil. Ja. Auf Augenhöhe mit den königlichen Anlagen, die wir anderswo haben. Ja, hier habe ich sogar die Liste für Sie. Wunderbar. Also hier ist tatsächlich Borringholm mit 12% Steinzeug ziemlich weit oben. Zum Vergleich, in den normalen städtischen Kontexten in Dänemark haben wir zwischen 1 und 3% Steinzeug. Ja, wie sieht es mit den Schriftquellen aus? Wir betreiben hier historische Archäologie. Was wir über Borringholm wissen, ist relativ dürftig. 1323 wird der Hocharistokrat Niels Brock erwähnt, dass er ein Eigentum in Borring besitzt. Wir wissen aber nicht, wo dieses Eigentum liegt. 1396 erhält, also am Ende des Jahrhunderts, Königin Margrethe von ihrem Gefolgsmann, der immerhin Kronrat war, Iver Lücke, die Burg Borringholm übergeben. Das ist die Wurzel für die ritterschaftliche Zuordnung bei Anderson. In diesem Dekret wird auch verfügt, dass alle Besitzungen an die Bauern ausgegeben werden sollen. Hintergrund ist, zwischen 1274 und 1319 hat König Erik Menville eine sehr große, expansive Politik betrieben, ist damit gescheitert und musste große Teile des Kronguts zu seiner Finanzierung verpfänden. Das führte zu einer Auflösung der dänischen Zentralgewalt und zu einem Interregnum zwischen 1332 und 40. Und dann erst ab 1314 übernimmt der neue König Valdemar Atterdag, der Erbauer von Gur, mit der Revindikationspolitik eine neue politische Linie und sammelt die Zentralherrschaft wieder. 1396 erlässt seine Tochter, Königin Margarete, ein Burgenbauverbot. Ja, nun haben wir ein Paradoxon, nämlich dergestalt, dass wir auf der einen Seite eine bäuerliche, recht bescheidene Architektur haben, die für einen Bauernhof ganz in Ordnung ist und auch durchaus großzügig, aber architektonisch doch wirklich nicht auf dem Stand der Zeit. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr exquisites Fundmaterial mit einer klar aristokratischen Prägung auf sehr, sehr hohem Niveau, also fast königlicher Lebensstandard. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wie ist das zu erklären? Und da mache ich jetzt einen Ausflug in die Garbology. 1971 publizierte William Racher, ursprünglich ein Anthropologe an der University of Arizona, er ist leider 2012 gestorben, seine erste Studie über amerikanischen Hausmüll. Er hat systematische Ausgrabungen auf Müllkippen in New York und auch in Arizona durchgeführt und hat dann diese archäologischen Funde verglichen mit Interviews und Selbstauskünften der Bewohner der Stadtviertel, deren Müll hier verklappt worden ist. Das war außerordentlich spannend. Lesen Sie sein Buch Rubbish, The Archaeology of Garbage. Das ist sehr unterhaltsam. Und da gab es natürlich erwartbare Ergebnisse. Kein Mensch gibt zu, wie viel Alkohol er trinkt. Also der Alkoholkonsum im Müll war deutlich höher als in den Interviews behauptet. Interessant ist auch klar, dass weniger wohlhabende Haushalte kleinere und deshalb teurere Warengebinde kaufen müssen, weil sie sich eben den Vorratskauf nicht leisten können. Und er entdeckte das First Principle of Food Waste. The more repetitive your diet is, the less food you waste. Oder auf Deutsch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also die Sachen, die nicht in die tägliche Ernährung reinpassen, die ungewohnt sind, die werden weggeschmissen. Das Alltägliche ist unsichtbar, aber die absurden, die absonderlichen, die exotischen Sachen, die haben einen größeren Drang in den Müll, sag ich mal. Aber es gab auch unerwartete, völlig kontraintuitive Ergebnisse. The rule of shortage. Shortage gives rise to waste. Das heißt, knappes Gut ist im Müll überrepräsentiert. Und da hat er zwei sehr interessante Beispiele. Das erste ist Rindfleisch. Es gab in den 70er Jahren in den USA einen Rindfleischmangel. Die Regierung hatte Preise dekretiert und daraufhin verschwand das Rindfleisch vom Markt. Das kennen wir auch aus kommunistischen Ländern, dieses Verfahren. Und man erwartet jetzt, naja gut, das Angebot an Rindfleisch ist verknappt, also wird es auch im Müll selten. Es passiert genau das Gegenteil. Auf den Müllkippen finden sich jetzt große Mengen von Rindfleischverpackungen.
und Hinweise dafür, dass Rindfleisch in verstärktem Maße konsumiert worden ist. Das Gleiche ist in den späten 70er Jahren nochmal mit Zucker passiert, wo es einen enormen Zuckerpreisanstieg gegeben hat, mit der paradoxen Folge, dass in dem Müll vermehrt Zuckerverpackungen auftreten. Wir kennen das vielleicht jetzt aus Corona, wo plötzlich alle Leute angefangen haben, Hefe zu kaufen, um damit vielleicht einen Kuchen zu backen. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Österreich ist. Hier in Dänemark ist es zurzeit recht schwierig, Rapsöl oder Sonnenblumenöl zu kriegen, weil alle Leute denken, jetzt gibt es plötzlich keine Sonnenblumen mehr wegen Putins Krieg in der Ukraine. Die nächste Regel, die er entdeckt hat, war: The everyday life is underrepresented in waste. Das heißt, der eigene Alltag ist unsichtbar. In den USA wurde ja in großen Mengen Toastbrot und Burger im Supermarkt gekauft und gegessen. Aber diese Sachen, die in den Interviews einen ganz hohen Anteil der Ernährung ausmachen, sind interessanterweise kaum im Müll nachweisbar. Und sehr schön, die Hollywood-Hypothese erstellte fest, dass Vorbilder eine übertriebene Imitation provozieren und dass insbesondere in ärmeren Haushalten es einen starken Trend gibt zum Einkauf von Markenkleidung, teurem elektronischen Kinderspielzeug, heute würde man sagen großformatigen Fernsehern, Premium-Nahrungsmittel und Edelgegenständen, die einen Statuswert haben. Die finden sich dann verstärkt im Müll. Vielleicht, weil sie keinen integrierten Bestandteil des Alltags dargestellt haben, weil die Benutzer damit nicht umzugehen wussten oder weil es ein Fremdkörper in ihrem Alltag war, den man so lange geschont hat, bis das Objekt nicht mehr funktioniert hat oder man ein neues Objekt gekauft hat und das alte dann weggeworfen hat, was nicht mit dem aktuellen Bedarf entsprochen hat. Meine Deutung ist jetzt, dass dieses über alle Maßen exquisite Fundgut, was wir auf der Burg Borringholm haben, tatsächlich nach diesen genannten Prinzipien der Garbology funktioniert und abgelagert worden ist, dass wir hier einen gescheiterten Aufstieg vorliegen haben. Also dieses Paradoxon zwischen einem exquisiten Fundgut und einer bescheidenen Lebensführung, das ist etwas, was wir tatsächlich aus den Schriftquellen des späten Mittelalters, aus der Epik und auch aus den erzählenden Quellen kennen, dass immer wieder Söhne reicher Bauern, bekanntes Beispiel Meyer-Helmbrechts Sohn, der Meyer-Helmbrecht ist im späten 13. Jahrhundert geschrieben worden, aber auch Neidhart von Reuenthal hat sich eifrig geprügelt als echter Adliger mit bäuerlichen Parvenüs, die sich schönere Pferde und bessere Waffen leisten konnten, während er als heruntergekommener Adliger da nicht mithalten konnte. Und so haben wir hier vielleicht so eine Szene eines halb spöttischen Bauernturniers, der mit Bienenkorb bewaffnet und Rechen statt Lanze in den Krieg zieht, aber immerhin, er sitzt auf einem Pferd und kann reiten. Wir kennen Beispiele für solche Aufsteigergeschichten. Die Herren von Hagen oder später Arnsburg oder später Münzenburg, die haben sich jeweils genannt nach ihrer Burg, die starteten im 11. Jahrhundert in einem ähnlichen mückenverseuchten Sumpfpfuhl in Südhessen, in Dreieichenhain. Nach dem Hain heißen sie von Hagen. 1151 gelingt ihnen der Aufstieg auf den Münzenberg, den sie aber auch nicht so einfach behalten, wie er jetzt ist, sondern protzig erweitern mit zwei Bergfrieden und im späten 13. Jahrhundert tatsächlich dann auch formell freigelassen werden vom König Rudolf von Habsburg, damit ihre Töchter in den Hochadel einheiraten können, ohne dass die Kinder dann wieder Ministeriale, also unfrei werden. Ein Beispiel, was Ihnen geografisch wahrscheinlich etwas näher liegt, die bürgerliche Familie Findler aus Bozen. 1385 haben Franz und Niklaus Findler die Burg Runkelstein erworben und aufwendigst renoviert. Das ist ja lange Zeit gehalten worden, so für die typische Adelsburg, die typische Mittelalterburg. Aber in Wirklichkeit ist das eine bis Anschlag aufgeputzte Parvenue-Anlage, die, wie die näheren Analysen ergeben haben, auch Elemente haben, die teilweise schon veraltet sind und gar nicht mehr der höfischen Raumdekoration des späten 14. Jahrhunderts entsprochen haben. Aber hier wollte man Ritter sein, hier wollte man zeigen, was man kann. Es gelingt ihnen aber nicht unmittelbar der Einstieg in die Adelssphäre. Sie müssen zunächst mit einer ministerialen Tochter Vorlieb nehmen. Erst die Enkelgeneration kommt tatsächlich im Tiroler Adel an und kann sich mit dem Tiroler Adel vermählen. Also dieser Anlauf über drei Generationen, den wir auch in Hagen gesehen haben oder Münzenberg, ist ein Phänomen, was wir auch hier kennen.
Wenn wir also jetzt zurück nach Borgholm gehen, wäre meine Deutung, dass ein unbekannter Kriegsknecht, Nomen Nescio, zwischen 1340 und 1380 wahrscheinlich im Dienst eines Gegners von König Waldemar Atterdey bzw. der Tochter Königin Margrethe aufgestiegen ist und in der Region Bauerngüter in irgendeiner Art und Weise erworben hat, vielleicht mit dem Schwert in der Hand, rund um Borgholm. Er unterliegt im späten 14. Jahrhundert Margrethes Gefolgsmann Iver Lücke, den wir aus den Schriftquellen kennen. Die Güter werden konfisziert und der Sitz wird bis zur Unkenntlichkeit geschleift. Da ist ja nichts mehr zu sehen gewesen. Die späteren Grundnutzer haben keine Verwendung für den aristokratischen Haushalt, der eine übersteigerte Lebensführung nach Rachel's Hollywood-Hypothese widerspiegelt. Und last but not least, die Funde allein erlauben also keine klare Bewertung einer Fundstelle, sondern können durchaus eine Kluft zwischen dem Status Wunsch und der Status Realität anzeigen. Ich habe da noch was Schönes für Sie. Es gibt eine Studie von Ariana Stieler von 1988, ganz modern, die herausgefunden hat, dass die schlechtesten Absolventen in Wirtschaftswissenschaften die teuersten Anzüge, Koffer und Uhren besitzen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.